Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator auf der Tubers Map zusammen mit Markus, Arctic und Björn. Hallo. Ich habe mir extra Zeit gelassen, damit keine Fehler entstehen. damit sich wieder eine Arkus gibt. Einen Arkus. Ein Arkus. Ein Arkus Björn. Der gute alte Arkus. Das wäre perfekt. Jo. Aber jetzt, ich glaube, den Großteil der Felder meinst du auch schon, oder? Was ist jetzt noch? Feld 7 fehlt noch, 17, 13. Achso, ja, wir müssen ja nachher noch. Haben wir jetzt eigentlich für den Lexion, für den Mietdrescher ein Maisgebiss? Ja. Maisgebiss. Weil dann wäre es sinnvoller, wenn der nachher den Maisfäller anfängt, weil mit unserem Maisgebiss müssen wir sonst mit den depperten Schneidwerkzeugen fahren. Jo. Und der Lexion hätte ja das Klappbare, zumindest. Ja. Wobei das, glaube ich, geklappt auch noch zu groß ist. Na, das müsste die 3 Meter haben. Nein, das ist zu groß. 4,5 Meter vielleicht, das Capello ist auch nicht nur 3 Meter, oder? Das ja, das Capello ist sowieso, das hat er mehr. Aber das hat er nur, wie viel Reihen hat denn das? 12? Das hat er nur 7. Nee, das hat mehr. Was? Das ist mehr? Was wir hier haben. Okay. Das ist ungefähr so groß wie das Capello geklappt. Na, verstehe, na, dann brauchst du, denke ich, auch einen Schneidwerkswagen. Oder Sondergenehmigung. Ja. Ah, die kriegen wir, die organisiere ich die euch noch. Die kriegst du eben nicht. Ja, doch. Ich schon. Das ist quasi wie mit der Sondergenehmigung. Ein Stapel Lilane bei denen auf dem Tisch, dann unterschreiben die schon irgendwas. Wenn so ja, wie wer dann zieht jetzt durch? Letztens dann auf. Wer ist gefahren? Ich wäre schon stehen geblieben. Weil ich fahre ja gleich da jetzt so A100 oder A. Genau, fahr du jetzt durch und ich zieh nach. Mein Guten, letztens hättest du dir das Geld auch einfach in 2 Lilanen geben lassen können, oder wäre einfacher gewesen? Nee, die Post will das ja passend haben. So, ja dann. Aber per Nachname bestellen ist schon bonzig. Was hast du den Stuhl per Nachname bestellt? Unter anderem auch. Nicht sofort Überweisung? Nee. Nachname ist irgendwie geiler. Nicht mit PayPal? Na, da haben nicht so viele Leute gespendet. Hä? Ich hab gar kein PayPal. Leute gespendet. Ja, ist ja wurscht. Trotzdem haben nicht genug Leute gespendet. Ja, ich hätte erstmal nicht genug, genau genommen hat niemand gespendet. Wie frech. Mensch, Leute, das geht ja gar nicht. 4 oder 5 Euro. Jeder 4, nee, jeder 1 Euro von meinen 17.000 Abonnenten, dann bin ich glücklich. Deppert. Bei, hast du eigentlich schon was eingenommen hier über deinen Games Planet oder was? Ja, ich darf glaube ich sogar sagen, wie viel. So. In der ersten Woche 3,70 Euro, es wurde viermal der Landwirtschaftssimulator 15 vorbestellt. Oh, top. Da hast du viermal und dann kriegst du 3, also 5%, ja. Stimmt schon. Darf man ja offiziell sagen, ich bekomme ja auch einfach bei MMOGA 10%. Dafür bekomme ich halt noch Spiele von denen. Wir hören einfach unter das rote Rohr. Dann passt das schon. Ja, bei mir leckt's nur gerade wie Hulle. Ach Mann! Oh. Ey, ich habe heute echt. Das Geilste, was mir heute passiert ist, ich wollte mir was warm machen und habe einen leeren Teller in die Mikrowelle gestellt. Und so nach 2 Minuten? Oh, lecker. Hä? Wie, was? Mutter, die Mikrowelle ist kaputt. Ich brauche eine neue Mikrowelle. So, ich muss dich jetzt, glaube ich, erstmal. Ich spur mal kurz ein bisschen vor. Ich will mal hell haben. Im Dunkeln verfahre ich mich. Na, oder wir fahren dann den Fast Track hinterher. Weil. Könnte eng werden. Ja, wir müssen eh abtanken, halt irgendwann fahren zwischendurch. Weil dein Drescher wird jetzt auch. Deiner müsste jetzt leer sein, komplett, aber. Ja. Boah, der Himmel ist gerade noch so extrem dunkel. Jupp, ist ja auch erst 5 Uhr in der Früh. Ja, der sollte ja so langsam doch schon so im Sommer und in der LS ist ja immer Sommer. So. Im LS ist immer Sommer sein, ne? Spätsommer. Da, jetzt fängt schon die Sonne auf, genau. Ist ja eigentlich immer Erntezeit in LS. Das ist halt der Landwirtschaftssimulator. Ja. In echt ist doch auch immer Erntezeit, oder? Nein. Ja, immer ausführlich. Wenn Erntezeit ist, immer. Außer wenn bei Gras, ist, da kannst du eigentlich. Ja, hast du recht. Gras kannst du eigentlich das ganze Jahr machen. Ja, im Winter ist halt nicht so das meiste Wachstum da, ne? Obwohl, kommt ja auch auf die Region an. Fahr noch ein Stück vor. Ja, da muss man halt nach Australien ziehen dann.
oder ja, sonst wo. Wo das Gras wächst. Wirklich. Und gedeiht. So. Weil ich glaube, ich brauche noch sagen, ganz genau deine 10 Kopien. Das nördliche Ende der Map ist aber echt ein bisschen unschön gemacht, ne? Oh. Ganz oben. Das ist aber ein Stück weit gefahren, ne? Na, der war gerade leck. Die Map-Enden sind ja generell auf vielen Maps immer ein Problem. Ja, wobei ich den Norden schön finde. Der Norden, naja, wenn es ganz auf der Kartenrand bist, ist es auch nicht so schön. Dann ist es aber auf jeder Map eigentlich hässlich. Jo, das ist korrekt. Markus, wie viel Liter passen eigentlich in den Krampe rein, wo du da hast? Mehr viel, wenn ich ausgeguckert habe. Na gut, komm, dann fahren wir erstmal ab, würde ich sagen, oder? Nein, wir fahren jetzt da die Kante noch fertig, dass zumindest der Krampe voll wird. Dass zumindest der Krampe voll ist. Na, das zumindest einer, der hier alkoholisiert ist, ne? Ein bisschen Korn braucht er. Ja. Korn für die also, Welt. Wenn man Bierflakes kennt, ne? Markus, ist das geläufig? Bierflakes? Mann. Aber also, du kannst dir bestimmt denken, was es ist, ne? Frühstücksflakes statt mit Milch, mit Bier. Naja, wenn du genug Promille hast, dann geht sowas. Na, da trinke ich das Bier so, aber nicht bevor... Aber zum Thema Bierflakes, fallen mir da eigentlich auch die Cornflakes ein, ne? Für die härteren Patienten, die zum Frühstück sich dann direkt mal eine Flasche Korn drüber kippen. Oh, guten, der war hart. Ja, was wieder kommt dir dabei durch den Kopf? Eine Flasche Kopf und 12 Bier. Oh. Aber die Comments zum deine Mutter waren auch hart. Ja. Da haben uns Markus, glaube ich, gar nicht gefehlt. Mitgekriegt, oder? Was? Deine Mutter Special bei Community Server? No. Ja, ich fahr jetzt. Markus, warte. Okay, dann fahr du so runter. Du könntest jetzt einfach rückwärts fahren, dann kannst du. Brauchst nicht einmal um die Kurve fahren, fährst nur gerade hingefahren. Dank hinten nur auf die letzte Spiel. Das ist eh voll. Du meinst so? Ja. 95. Dann switch ich mal in den Fendt. Na, das ist nicht gut, weil du solltest jetzt den Drescher aus. Also, der ist aus jetzt. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich da rauskomme. Oh, jetzt geht sich aus. So, dann haben wir jetzt ein bisschen einen weiteren Abfahrweg. Ich krieg fast das komplette Feld in den Ladewagen. Nichts, was? Wirklich? Ja. Okay. Stroh-Ertrag ist nicht so besonders hoch. Dann sollten wir noch ein Feld machen mit. Nee, das reicht schon. Wir haben ja oben noch Ballen liegen und das sollte eigentlich für das Grund, also für das erste Einstreuen erstmal reichen. Okay. Jetzt bekommen wir ja Mörder viel Geld beim Vorspulen. Weil wir haben ja 10.000 bekommen. Haben wir, also habt ihr jetzt eigentlich 130 oder so irgendwas, ja. Ja, würde ich sagen, machen wir noch eine noch einmal Futter, würde ich sagen. Ja, 130 ist ja schon ein Bereich, da bekommen wir ja schon ganz passable Mengen an. Ja, Mischfutter muss man jetzt noch einmal mixen. Aber da muss ich zuerst die depperten Ballen von dort wegfahren. Wobei das Mischfutter ist sogar noch im Pott, also ein bisschen was geht noch. Hat ja sogar tatsächlich mittlerweile das die Mischstation hat es ja auch schon über geschafft in LS15, ne? Ja. Ganz am Anfang schon. Die ist so hässlich. Ja, die ist irgendwie... Das ist irgendwas, keine Ahnung. Das sehr auch so praktisch ausgelegt. Markus, wo fährst denn du hin? Zum Hof. Ja, ich seh's. Das ist so ja, wie die ganzen Mods, die Forstmods mit aufgesetzter du, Zange. Du fährst über die Stadt. Weil über die Stadt ist es nämlich weiter. Ach, du meinst mit aufgesetztem, mit so einem Tablett vorne vorm Hacker, meinst du? Ja, sowas zum Beispiel. Ach, auch. Jetzt weiß ich, wo du lang gefahren bist. Ja, stimmt, hier muss man ja erstmal unter der Brücke durch und dann muss man rechts, genau. Der Buffalo mit Hacker schon. War für mich auch so ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, aber es ist halt ja, praktisch, ne? Na, das ist genauso wie der Hacker mit dem 5 Meter langen Tisch, was einfach sowas von idiotisch ist. Es gibt einen XXL-Tisch in echt auch, aber nicht so groß. Ja, wobei, wenn man den als Auflieger sich holt, dann... Na, dann ist er auch nicht so groß. Ja, der ist halt, also er ist halt lang, er ist halt nur nicht breit. Ja, der ganz große, was war das nochmal? Bis 60 oder 65 Zentimeter, ne? 800 Hartholz. 850. Oder 850 Hartholz, ja. Der beißt was weg. Der Sattelauflieger. Ja, ist im Endeffekt der gleiche, der auch auf dem immerhin noch drauf ist.
normal, ohne Sattelauflieger. Ist auf dem MAN nicht nur der eine nochmal kleiner, der 750? Den ganz großen auch. Gibt's da jetzt auch den ganz großen für den MAN? Weil der hat doch, aber der hat dann einen Auswurfbeschleuniger, der hat ja kein Förderband hinten, oder? Kommt drauf an, den gibt's in zwei Verschiedenen, das kommt auf den Hersteller an. Die von Jens, den gibt's einmal mit Förderband und einmal mit Rohr, aber mit dem Rohr ist er halt mit dem Auswurfdings, hat er einen extra Motor noch zusätzlich für das Rohr, halt, der hat da drei Motoren hier drauf. Bernwurf, also fährst du rum? Ja, ich fahr die aus dem Weg. Nein, ich meine überhaupt, warum fährst du den Weg da? Und wo bist ich du jetzt gerade gekommen? Ich bin einfach mal grob gefahren, wie ich die Map gesehen habe. Okay. Denk mal gerade, das ist irgend... Was grad... machen sie da? Was machen sie da, ja? Was soll dies? Was sollen diese Spökes da? Fahren sie doch effizient. Fahr doch effizient. Fahren sie die allseits bekannte Effizienz. Effizienz bitte ist mal Kontinence bewahren. Wobei, was auch geil war, wie gesagt, ich hatte ja jetzt vorgestern die Mail von MAN bekommen, ne? Und da stand auch dann drin, ja, bereiten Sie doch bitte einen 10-minütigen Vortrag zum Thema Effizienzsteigerung in der Nutzfahrzeugbranche vor. Ja, was hast du bitte, da hast du ja keine Ahnung davon. Ja eben, deswegen. Das ist so typisch ja. MAN oder so irgendwas. Spritverbrauch senken, automatisch fahren keine Arbeiter mehr dahinter, halt, dann hast du eine Effizienzsteigerung. Ja. Automatisch fahren lassen. Ja, ich würde erstmal genau. vorschlagen, dass die Leute für, von Bewerbungen aussuchen, erstmal wegrationalisiert werden. Nein, ich habe einen besseren Vorschlag. Ich glaube, dann kriegst du den Job hundertprozentig nämlich nicht. Du sagst einfach, Lasten auf die Schiene. Oder aufs wobei, wird einfach nur noch alles über Schiff, ja, über Schiff und Schiene. Weil ich meine, Schiffler bauen sie immerhin Motoren für, ne? Immerhin, ja. Roger. Ja, klar. Schiffsmotoren ja. Und Turbolader auch. Kleine, 15 Tonnen aufwärts. Ja, 15 Tonnen und so ein schön 3000 mm Turbolader. Aber das wäre, ich glaube, dann hast du den Job hundertprozentig nicht. Na, aber das musst du echt mal bringen, wenn du dann so, ja, optimieren so und dann, ja, als erstes würde ich die Leute, die optimieren sollen, entlassen. Diese ganze Weg. Weil sobald die fertig sind mit Optimieren, ist der Job ja eigentlich unnütz, ne? Eben, ne? Ist was dran. Weil dann müssen sie halt erstmal wieder ein paar Jahre warten und dann können sie wieder einstellen, ne? Ja. Ach, jetzt macht er komplett auf. Du musst nur ganz weit vorfahren, dann geht's. Ja. Alter, ich hab fast einen kompletten Ladewagen reingekriegt. Abgekippt. Und das nee, ist ja gar nichts raus. Lass ich noch im Ladewagen. Boah, ich fand allgemein den ganzen Termin ein bisschen krass bemessen. Also, wenn man sich da mal anschaut, dass das Ganze um 9 Uhr beginnt und um 18 Uhr zu Ende ist. Ja. Ja, keine Ahnung. Reicht vollkommen. Na, am Ende hätten wir da einen Check hingelegt, da wärst du blass geworden. Hast du hättest du dir gleich den ganzen Haus voll EXCs holen können. Das Schönste ist auch, ich bin in der allerobersten Entfernungskategorie. Bin in der Kategorie ab 901 Kilometer. Cool. Für Hin- und Rückfahrt. Kriegt man da was zahlt, oder? Also es gibt erstmal eine Pauschale und dann gegebenenfalls noch Zuschläge, aber halt in der höchsten Pauschalklasse ab 900 Kilometer. Also machst du quasi Plus, wenn du dahin fährst? Ich habe tatsächlich, bei Airbus habe ich tatsächlich Plus gemacht. Das ist ja schon das ist sympathisch. Meistens so, weil sie ja das nachher per Kilometer, halt bei 1,40 pro Kilometer oder so irgendwas. War ja. Das, und dann pro Mitfahrer, wenn du einen mitnehmen würdest, dann gleich kriegt er die Hälfte noch einmal dann der Fahrer. Weil ich habe da auch schon teilweise für Fortbildungsdinger, wo du wohin fahren musst und du kriegst das Sprit bezahlt, habe ich rausgenommen. Also du hast Spritkosten gehabt von 50 Euro und hab gemacht 300 Euro. Ja gut, ich hab etwas um die 180 Euro hatte ich an Kosten und hab 220 irgendwie ja. Sowas habe ich bekommen. Ach, zweimal Moped volltanken, ne? Ja, so ein bisschen mehr. Bei den momentanen Spritkosten volltanken für 8 Euro. So. Also ich tanke ja nicht, ich fahre ja nicht komplett leer, aber meistens tanke ich halt so 6 Liter oder was. Boah. Dann bei 1,40, ne? 1,42 so. Ja.
Wie alt bist du eigentlich nochmal, Abdick? 17 Jahre jung. Oh Gott. Ihr seid alle so jung. Man könnte mich als Baujahr 97 schreiben. Das willst du gar nicht genau wissen. 20 oder was? Über 20. Okay. Ich gehe auf die 30 zu, halb. Ja, ich bin 27, Markus. Hopp, Markus hoppen. Ist bald schon Pflegefall. Demnächst können wir im Altenheim besuchen. Das aber stimmt, erst im nächsten Part, denn für heute ist es schon wieder vorbei und wir sehen uns dann morgen wieder im Altenheim. Tschüss. Tschüss. Ciao.